Hallo meine Freunde der untergehenden Sonne. Hier ist wieder euer Knolte von Knolte TV. Herzlich willkommen. Konfuzius sagt, Unwissenheit ist eine Tugend. Und der Mann hat verdammt nochmal recht damit. Ja, wie komme ich denn jetzt da drauf? Werden sich der ein oder andere fragen. Wo fange ich an? Genau. Vor geraumer Zeit trat jemand an mich heran und hat mir sein Herz ausgeschüttet. Zukunftsängste. Wo führt das mit dem Ukraine-Krieg hin? Gibt es den Dritten Weltkrieg? Wie soll ich all das bezahlen, was unsere Bundesregierung verzapft? Thema Wärmepumpe. Also diese Person hat ein sehr altes Haus. Sehr alt. Holzfußboden. Weißt du, was das bedeutet? Da passt keine Wärmepumpe. Weil die läuft ja mit Fußbodenheizung. Wie willst du bitte in Holzfußboden eine Fußbodenheizung machen? Klar, Holz rausreißen, Estrich aufstellen. Moment, unter dem Holz ist kein Estrich. Da ist doch schon das Problem. Bei den richtig alten Hütten funktioniert das nicht. Wie kann ich jetzt so einem Menschen mit solchen Problemen helfen? Es ist ja mein Ziel, zu helfen, wenn einer Probleme hat und zu mir kommt. Aber wie kann ich jetzt gerade da helfen? Gerade da muss ich sagen, keine Ahnung. Aber ich wäre nicht Knolte, wenn ich nicht knolte-mäßige Ideen hätte. Und deswegen habe ich ein Selbstexperiment gestartet. Ich habe 2 Wochen weder Radio noch Fernsehen eingeschaltet. Ich habe 2 Wochen keine Zeitung in die Hand genommen. Und es hat keine 4 Tage gedauert und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Wir werden von morgens bis abends mit schlechten Nachrichten zugemüllt. Ob das jetzt der Ukraine-Krieg ist, ob das jetzt der Bullshit aus Berlin ist, so nenne ich ihn mal ganz krass. Weil was die Herrschaften sich im Moment alles einfallen lassen, ich weiß es nicht, was das soll. Irgendein Ziel mögen sie verfolgen. Das Ziel ist mit Sicherheit nicht, dass das deutsche Volk im Luxus lebt. Reicht ja auch, wenn die Superreichen und die Politiker ein gutes Leben führen. Reicht voll und ganz. Das reicht voll und ganz. Aber bitte nicht vom Thema abschweifen, Herr Knolte. Mir geht es gut damit, dass ich nicht weiß, was da draußen los ist. Natürlich weiß ich, dass Krieg in der Ukraine ist. Auf welchem Stand sind wir denn jetzt? Ich habe keinen Plan. Was ist da die letzten 2 Wochen passiert? Ich habe keinen Plan. Was macht Habeck denn jetzt gerade wieder? Ist das jetzt durch mit seiner Wärmepumpe? Ich habe keinen Plan. Unwissenheit ist eine Tugend. Und das fühlt sich so geil an, da keinen Plan zu haben. Es ist natürlich nicht leicht. Ich sitze den ganzen Tag hier auf dem LKW, guck aus dem Fenster, wie die Landschaft an mir vorbeirast und das Radio ist aus. Ja, ist noch ein alten Bock, ne? Radio ohne Kassette und auch ohne CD. Ja, liebe Freunde, sowas gibt es noch. Furchtbar. Aber wenn du Radio anmachst, irgendwann kommen Nachrichten, irgendwann kommt ein kleiner Bericht zwischendurch und dann kriegst du wieder was mit. Wollte ich nicht. Ich wollte definitiv 2 Wochen nichts wissen. Gar nichts. Lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Und mir geht's gut damit. Mir geht es sowas von gut damit. Ich gucke jetzt gerade hier aus dem Fenster, stehe auf dem Parkplatz, mach Pause. Die Sonne scheint. Wusste ich gestern noch nicht, nach dem miesen Wetter bei uns, was heute für Wetter wird. Aber die Sonne scheint. Und die scheint auch ganz von alleine, ohne dass ich vorher die Nachricht mit Wetterbericht mir reingepfiffen habe. Ist das nicht herrlich? Man muss der Sonne nicht sagen, was sie tun soll. Sie scheint einfach.
mal eben Zigarettchen anmachen. Ja. Hier ist alles so gelabert, wie es mir gerade in den Schädel schießt. Wenn ich jetzt lange darüber nachdenke, wie mache ich das, wie mache ich das und Skript schreiben, dann wird mit Sicherheit irgendwas Wichtiges vergessen. Mache ich nicht. Den Fokus, die Birne auf das Thema setzen und was fällt mir just jetzt ein? Das sind die Besten. Das ist das Beste. Und dir kann ich nur empfehlen, lass mal 2 Wochen Fernseher, Radio sein. Lass die Zeitung weg. Probier es aus, was es mit dir in dem Moment macht. Machst du dir dann mehr Sorgen, weil du unwissend bist? Kann natürlich bei dem einen oder anderen passieren. Oh, ich weiß ja gar nichts mehr. Ich bin ja überhaupt nicht auf dem Laufenden. Was ist denn da jetzt? Muss man jetzt schon Angst vor dem Atomkrieg haben? Sachte, Freunde, sachte. Negative Gedanken ziehen das Negative an. Und wenn du keine negativen Gedanken hast, dann kann es nur positiv werden. Ursache und Wirkung. Und wir werden gerade in der heutigen Zeit so runtergedrückt. Du darfst nie vergessen, du bist reine Energie, du bist ein Lichtwesen. Das ist nur schon lange, lange vergessen worden. Und das fängt mit der Erziehung an. Du wirst geboren. Du freust dich wie ein Schneekönig, wenn du die erste Mal Mama sagen kannst. Vorher war nur rumgebrabbelte. Du freust dich wie ein Schneekönig, wenn du die ersten Schritte alleine laufen kannst. Hast du alle dir selber beigebracht. Aber dann kommst du, dann musst du in den Kindergarten. Da sagt dann schon ein Mensch, der über dir steht. Oder angeblich über dir steht, weil es steht niemand über dir. Aber sie tun so. So, jetzt malen wir, jetzt gehen wir raus toben, jetzt spielen wir das, jetzt spielen wir das, jetzt spielen wir das. Fängt im Kindergarten schon an. Und dann kommst du in die Schule. Und da steht ein Lehrer über dir. Glaubt er zumindest. Und der bringt dir nur genau das bei, was du lernen sollst. Ein bisschen rechnen, ein bisschen schreiben, aber das Hauptthema ist Gehorsam. Fängt in der Schule schon an. Nein, im Kindergarten fängt es an, in der Schule geht es weiter. Gehorsam zu lernen. Andere sagen dir, wo es lang geht. Ist es nicht so? Danach machst du eine Ausbildung, gehst in dein Berufsleben. Du hast überall einen Vorgesetzten, der dir sagt, wo es lang geht. Dein ganzes Leben tust du genau das, was die anderen sagen. Und genau deswegen geht es uns gerade allen so scheiße. Ja, nicht uns, euch. Mir geht's gut. Ich bin unwissend. Ich bin absolut unwissend, was gerade draußen in der Welt passiert. Ich weiß, dass ich noch 10 Minuten Pause habe. Haha, ich weiß was. Und ich weiß, dass ich dann zum nächsten Kunden fahre. Ja, auch das weiß ich. Und ich weiß, dass mit der Planung von meiner Dispo, weil die meinen, die stehen über mir, die können mich zumüllen, ich mindestens 3 Überstündchen machen müsste, um alles zu schaffen. Soll ich euch was sagen? Niemand steht über mir. Entscheide ich ganz allein, ob ich Überstündchen mache oder nicht. Und ich sage, Dispo, hier hast du für 3 Stunden Aufträge zurück. Ich gehe pünktlich. Auf eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde kann ich das nie genau abschätzen. Wie viel Trecker behindern mich? Wie viele Schlafmützen sind unterwegs? Gar kein Ding. Die Viertelstunde oder 30 Minuten, die hänge ich auch dran. Aber, dass wenn die Uhr kurz vor Feierabend steht, ich noch einen Kunden anfahre. Nee, morgen ist auch noch ein Tag. Nicht unterdrücken lassen, will ich damit sagen. Ihr lebt euer Leben. Ihr lebt euer Leben ganz allein. Vielleicht mit Partner, aber gemeinschaftlich. Nicht einer steht über dem anderen. Wir kommen alle aus der gleichen Ursuppe. Warum stehen welche über uns? Mit welchem Recht? Mit welchem Recht sagt uns irgendjemand, wo es lang geht? Mit gar keinem Recht. Ob sie vom Volke gewählt sind, ich habe sie nicht gewählt, also können sie mir auch nichts sagen, oder? Nun ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen ganz wundervollen Tag, eine super Woche und lass mal das Radio aus. Finger weg vom Fernsehen. Sei mal unwissend. Tschüss.